Hier oben sind die ganzen Hochschulen zu sehen. Bei dem, was sie anbieten. Moment, das sind jetzt alles. So, wir sind jetzt im ersten Stock. Und wer schon ein paar Mal da war, wird gemerkt haben, hier hat sich einiges geändert. Statt Ausstellungen sind hier oben im ersten Stock des Rathauses in der Zwischenzeit selber Aussteller. Unter anderem, die glaube ich bisher noch nie da waren, die Böser GmbH mit ihren Stiften. Und lauter kleine Comiczeichner und Comicgruppen. Zum Teil vor allem Webcomics wohl. Dafür gibt es hier keine Ausstellung mehr. So. Und jetzt gehen wir hier runter. Und da, wo man ganzen Memorabilia kaufen kann. Wo es Comichefte im Kilo gibt. Oh, Katana. Endlich. Wenn man die Schwiegermutter meucheln möchte. Und hier haben wir wunderbar der große Stand von Popcom. Ja, wir können weiter. Ich bin und man merkt schon, hier ist es ziemlich voll. Gut. Und jetzt sind wir wieder zurück beim Eingang. Gibt's da draußen ein? So. Und raus auf dem schönen Platz. Wir werden auf der Mehrwertzone noch ein paar Mal die Tage vom Comic-Salon berichten und auch natürlich auch über Facebook und Twitter. Einfach dranbleiben und zuschauen. Viel Spaß, wenn ihr vorbeikommt.